Aufgabenstellung. In einem Autoklaven mit einem konstanten Volumen von 0,5 Liter liegen 0,25 mol Arsenwasserstoff bei 350 Kelvin gasförmig vor. Arsenwasserstoff zerfällt nach der Formel 2-mal Arsenwasserstoff zu 2-mal Arsen und 3-mal Wasserstoff in festes Arsen und gasförmigen Wasserstoff. Unter der Voraussetzung, dass sich die Gasphase ideal verhält, sollen die Drücke im Autoklaven vor Beginn der Zerfallsreaktion im Zustand 1 und nach einem Umsatz des Arsenwasserstoffs von 50% im Zustand 2 berechnet werden. Der Dampfdruck des festen Arsen ist vernachlässigbar. Berechnen Sie für den Zustand 2 die Partialdrücke und die Partialdichten der beiden Komponenten in der Gasphase. Doch bevor wir das tun, gehen wir mal kurz zum Partialdruck und dem Daltonschen Gesetz. Der Partialdruck ist der Druck einzelner Gase in ein Gasgemisch. Zum Beispiel hat Sauerstoff und Stickstoff einen einzelnen Partialdruck in einer Luft. Nach dem Daltonschen Gesetz ist die Summe aller Partialdrücke gleich dem Gesamtdruck des Gasgemisches. Kommen wir nun zum Druck im Zustand 1. Um den Druck des im Zustand 1 zu berechnen, benötigen wir folgende Formel. P ist gleich n mal R mal T durch V, wobei R eine Gaskonstante ist, die 8,314 Joule pro Mol Kelvin beträgt. Wenn wir das in den Druck einsetzen, erhalten wir 1.455.950 Pascal, was ungefähr 14,5 bar entspricht, da 1 bar gleich 10 hoch 5 Pascal ist. Nun zum Partialdruck des Arsenwasserstoffs in Zustand 2. Entsprechend der Aufgabenstellung hat sich 50% des Arsenwasserstoffs in Arsen und Wasserstoff umgesetzt. Dementsprechend hat sich die Stoffmenge des Arsenwasserstoffs halbiert. Da Temperatur und Volumen aber Konstanten sind, lässt sich der Partialdruck einfach mit der Formel aus dem Zustand 1 ausrechnen. Tut man das, erhält man 727.475 Pascal, was umgerundet 7,3 bar entspricht. Partialdruck des Wasserstoffs im Zustand 2. In der chemischen Reaktion werden zwei Arsenwasserstoffe zu drei Wasserstoffen umgesetzt. Das heißt, die Stoffmenge ist bei exakt 50% des Umsatzes exakt das 1,5-fache der Stoffmenge des Arsenwasserstoffs. Deshalb funktioniert hier ebenfalls wieder die Gleichung aus Zustand 1. Wenn man das einsetzt, bekommt man 10,9 bar raus. Der Gesamtdruck im Zustand 2. Der Gesamtdruck eines Zustands ergibt sich aus dem Partialdruck aller Produkte und E-Drucken. Aus der Aufgabenstellung geht jedoch hervor, dass der Dampfdruck des festen Arsenwasserstoffs vernachlässigbar ist. Somit ergibt sich der Gesamtdruck aus dem Druck des Wasserstoffs und des Arsenwasserstoffs, wie im deutschen Gesetz beschrieben. Insgesamt kommt dabei 18,2 bar heraus. Zum Schluss noch die Partialdichten der beiden Gase. Für die Dichten wird das Volumen, welches in der Aufgabenstellung bereits gegeben ist, und die Masse, die sich aus der Stoffmenge und der Molmasse errechnen lässt, benötigt. Die Masse des Wasserstoffs ist dabei 0,375 Gramm. Die Masse des Arsenwasserstoffs ist dabei 9,7375 Gramm. Setzt man das in die Gleichung für die Dichten ein, bekommt man 0,75 Kilogramm pro Kubikmeter für das Wasserstoff und 19,5 Kilogramm pro Kubikmeter für den Arsenwasserstoff.